So, Aufnahme beginnt. Wir sind wieder 360 Grad unterwegs und zwar heute mit beiden Kameras. Ich bin noch am Vorbereiten. So, ich sage, Film ab. Ja, das Taxi wird hier bewundert. Das ist ja auch immer so eine Attraktion, unser ältestes Taxi hier. Ihr seht es gerade noch im Vorbeifahren. So, jetzt ist die Funkverbindung hergestellt zwischen meiner Kamera hier und meinem Mikro. Und ihr seid jetzt dabei, wie die Realität entsteht heute. Das ist der zweite Teil. Ja, und hier am Busbahnhof geht es jetzt weiter. Wir fahren Richtung Sunset. Ich glaube, die Entscheidung war richtig. Ich fahre der Sonne entgegen. So, an den Hotels vorbei. Ich habe viele, viele Kommentare bezüglich der Lage der Hotels. Ich meine, anhand von den Google Maps kann man sich das schon raussuchen. Wir fahren jetzt natürlich dahin, wo die Hotels ein bisschen weiter entfernt sind vom Sandstrand. Ja, und in den Bergen hier, da sieht es richtig düster aus. Für mich ist das eine der schönsten Strecken hier. Laufen, fahren, bin mit dem Fahrrad unterwegs. Und das ist die große Gefahr hier. Die geöffneten Autotüren. Und ich kann euch sagen, jedes Video oder alles, was es auf der Insel gibt, wurde schon aufgenommen. Ihr könnt das sehen im Kanal, einfach eingeben in der Suchleiste. Irgendein Begriff, Las Palmas, Sioux City, Bahia Feliz, Santa Brigida, Santa Lucia, Arucas und dann findet ihr die passenden Videos dazu. Das ist jetzt ja die Realität. Wie sieht es hier aus? Ist das was für mich? Kann ich mich anfreunden? Wir haben ja einige Gäste, die das erste Mal auch auf der Insel sind und dann eben die Frage, ob ich es richtig gemacht habe. Gut, dass wir nicht alle den gleichen Geschmack haben, sonst wäre es auf der einen Seite sehr voll. Dann noch was, wir haben hier viele Brachflächen. Das heißt, wir haben hier viele Flächen, die ganz einfach braun sind, unbewirtschaftet. Wie hier rechts. Das ist eben so. Wir haben keinen Regen, zu wenig Regen. Und wenn man zu wenig Regen hat, dann wächst auch das nicht von alleine. Und das ist eben die Kehrseite von der Medaille dafür, dass es weniger grün ist. Wir haben weniger Ungeziefer, weniger Moskitos. Aber die andere Seite ist eben, dass es nicht ganz optisch, nicht ganz so schön ist. Auch wenn ich mich wiederhole, hier vorne ist die Anlage Bahia Meloneras. Das ist eine der beliebtesten Wohngegenden hier. Das bedeutet, viele Menschen möchten hier gerne langfristig wohnen, beziehungsweise
mal für ein paar Monate, das kann man machen hier. Das ist keine touristische Anlage mehr. Bahia Meloneras einfach eingeben in die Suchleiste von den Suchmaschinen. Ja, wir fahren jetzt hier Richtung H10, da vorne ist das H10 und das ist auch, was die ganze Sache hier noch ein bisschen interessanter macht. Unser Hotel, schönes Hotel, schaut gar nicht aus wie so ein Hotel. So langgezogen, langgestreckter Komplex. H10 aber auch eben beliebt. Es ist am Ende des Strandes und jeder muss da eben entscheiden, dass er zum Strand ein bisschen laufen muss oder möchte oder kann. Die haben ja auch renoviert hier, aber das war während des gesamten laufenden Betriebs. Ja, eigentlich, wie gesagt, hätte ich den anderen Strand gewählt, aber es ist aus witterungstechnischen Gründen sonnenmäßig dann wieder hier Bahia Meloneras bzw. Sunset Beach, so heißt der Strand, oder der Strand von Meloneras. Die Entscheidung war richtig, wir haben hier Sonne. Und ganz schön Wind, ich hoffe, dass es alles noch so funktioniert. Gibt es eine kleine Baustelle, ich kann euch aber nicht sagen, was die da machen. So, 12.33 Uhr, ich schaff's fast so immer um die Mittagszeit dann hier anzukommen am Sonntag. So, und das war jetzt sozusagen der erste Teil, Entschuldigung, von der 360-Grad-Aufnahme. Und ich mache da einen Stopp.